Herzlich willkommen zurück zum Schwein, das mich leider fertig macht. Nö, Cassandra kann nicht auf Ezio treffen. Denn Ezio lebt 1495 und wir spielen im Jahr 480. Also, ja. Also die Kampfsau, die müssen wir später machen. Wir werden irgendwann nach Focis zurückfahren, wenn wir hier unten waren. Dann können wir den Weg wieder zurück machen, um mühselig dann festzustellen. Oh nein. Wir können ihn doch nicht schlagen. Also, tja. Nun denn. Da wir festgestellt haben, dass wir der Sau hoffnungslos unterlegen sind, werden wir Folgendes tun. Nämlich diese Quest machen. Der Ungeduldige... Der Brief des ungeduldigen Anführers der Banditen erwies sich als Glücksfund für Cassandra, da sie aus ihm auf in der Wildnis, boah Gott, versteckte Wertsachen schließen konnte. Ein Brief eines Anführers, den müssen wir noch haben. Stimmt, wir haben einen Brief gefunden, wo es drin stand, ich habe einen Schatz versteckt, dahin. Und das war irgendwo hier. Ich glaube, das da. Wir werden es sehen. Erstmal müssen wir da hinkommen. Das Item-Upgrade war jedenfalls kein verschwendeter. Keine Verschwendung von Geld, denn er hätte sowieso irgendwann gebraucht. So, Kalmarkierung, go. Ah, dann lehne ich mich jetzt auch zurück. 2 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Oder reiten. Ein sehr weiter Weg, nämlich auf die andere Seite von Focis. Ganz da hinten. Was, ihr seht rechts da hinten den kleinen Berg? Ja, das ist richtig, da müssen wir hin. Wann werden wir mal endlich wieder auf dem Boot fahren? Gute Frage. Ich weiß es einfach immer noch nicht. Ich glaube, die ist gerade runtergefallen vom Steg und ins Wasser geplatscht. Geld? Ah, ne, jetzt nicht. Diese Zeitquests, die wiederholen sich sehr. Die sind sehr oft wieder da. Aber wir werden nicht jeden machen. Oh, das Wetter ist ja herrlich. Reiten. Boah, was sind das für Wolken, ey? Ich glaube, das macht aber die Grafikkarte dann nicht mehr mit, oder? Wolken. Oh, die sind schon sehr hoch. Nur dann habe ich nichts gesagt. Da muss es so aussehen.
Bildschirm hat so einen Schmiereneffekt manchmal. Den sehe ich hier in einem Spiel extrem oft. Den habt ihr aber, glaube ich, nicht, oder? Als Zuschauer? Das muss an meinem Monitor liegen. Der schärft das so ein bisschen nach. Und da habe ich so eine Art Ghosting-Effekt drin. Das ist manchmal ein bisschen ätzend. Aber gut, er ist auch ein bisschen älter, der Monitor. Aber er hat immerhin schon eine Millisekunde. Oh, wenigstens das. Da ist der Gott. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Oh, come on. Wirklich. Wirklich. Oh, ich sollte das lieber lassen. Jetzt kann mir das passieren. Nicht, dass ich noch desynchronisiere auf mich. Gut, wir sind am Ort angekommen. Ella. Und oh, los geht's. Kennen wir den? Ja. Ho, ho! Ho, ho, ho. Row your boat. Ella. Ella. Wölfe. Na super. Stirb. Ne, ich muss was anders sagen. Wie Geralt von Riva. Stirb. Aber nicht ich. Das. Er hat gegen Wölfe verloren. Ich habe Minecraft auf ultra schwer gespielt. Naja, ich beklag mich nicht. Das ist das Assassin's Creed mit den meisten Toten. Gönnt euch. So, wie viel habt ihr schon getrunken? 20, 30, 40 Liter? Ja, okay. Zeit für Speeraktion. Aber ich glaube, der Speer war auch extra gegen Tiere und ich habe ihn nicht gegen die Sau benutzt. Ich bin herrlich. Den mal gegen die Sau benutzt. Griechische Sandalen. Zieh ich gleich an. Ja, warum nicht? So. Wir wollen natürlich auch anders farbig haben. Hat mir gerade aufgehört zu regnen. Gut, das war's also hier schon.
Wunderbar. Dann machen wir uns auf, folgen Labdakos der Nah nach oben und gehen diesen Weg entlang hier. Bis wir bei den heißen Quellen der Thermopylen sind. Da ist auch die Hauptquest, da findet uns Herodotos. Den wollen wir nämlich auch da aufsuchen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Schnellreise benutzt habe in dem Spiel, war bei Kifalenia. Los geht's! Also schon ziemlich lange her. Los! Oh ja, danke. Auf der Suche nach einem Motiv. Und weiter. Genau, und weiter. Nach links müssen wir. Wir wollen noch nicht nach Boyetin. Zum Hirsch gesagt, du wirst eine Schande. Bärenangriff wieder. 1000 Eber hier. Alter Schwede. Marlies. Willkommen in Marlies. Wir sind da. Los. Lokris, Salz der Erde entdeckt. Aber das ist, glaube ich, Boyetin. Nee, das ist ein anderes Gebiet. Krank. Los. Ist gerade mal gestreift. Okay. Aber das ist nicht unser Ziel. Komm schon. Weiß nicht, ob wir. Ich glaube, wir sollen nicht. Komm schon. So, jetzt sind wir fast schon am Fuß von Marlies. Und was ist das denn? Wie kommt man da jetzt hin? Das sieht aus, als wäre da die Brücke eingestürzt. Okay. Aha, da hat sich jemand bekriegt. Warum nicht? Wir werden dem Pfad jetzt einfach folgen. Los! Gucken, ob wir Herodotos dann auf dem Weg schon treffen. Und was wir sonst noch sehen hier. Ella. Persische Überreste entdeckt. Weiß nicht, was das Spiel unter persische Überreste sieht, aber vielleicht meint er den Fuß. Diese Staubkörner, die auf dem Boden liegen. Los! Na los, komm! Los! Persien maßgeblich dafür verantwortlich, dass Hellenien im Untergang befindet. Los! Ist das ein herrlicher Strand? Dann wollen wir mal. Komm schon.
Ella. Soll hier irgendwas sein? Ach, die sind unten, die persischen Überreste. Oh ja, da kommen wir vielleicht nochmal hin. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Da ist Herodotos, der springt weg. Man fragt sich, warum. Hauptquest. Herodotos wusste sofort, dass Kassandras Speer etwas Besonderes war. Bevor sie nach Athen segelte, traf er sie bei den Thermopylen, wo die Waffe aus der Hand des großen Königs Leonidas gefallen war. Löwe des Leonidas entdeckt. Hier oder wurde Leonidas begraben. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Jetzt wissen wir auch, woher Guild Wars den Löwen geklaut hat. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause.
Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut, aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja, vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Interessant. Ey, nicht beamen bitte. Nein, das muss nicht sein. Schiff ist nicht da. Das Schiff ist falsch. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Nein. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Nein. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Nein. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpenor? Er ist... wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult? Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde. Und eine davon kämpft wie Athena und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Tja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Links von uns. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Nun, da wir das nötige Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken. Warte doch einfach mal. Gepriesen sei Poseidon.
Wie die Faust des Meeres wird sie unsere Gegner zerschmettern. Boah, Quest abgeschlossen. Die hat doch gerade erst begonnen. So, nein. Wir konnten nicht hier hin. Wir sind mit dem Schiff nicht nach Marlies gefahren. Ich weiß nicht, warum das Spiel das macht. Wie geht das? Ah, das ist... Die sind hier einmal komplett rumgesegelt und dann hier angekommen. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Also, zu welcher Insel sollen wir? Andros, die Insel hier. Pauschal würde ich ja sagen, wir machen... Na, oh Mann, das ist aber dumm. Dumm gemacht eigentlich. Naja, de facto müssen wir Marlies aber noch weiter erforschen, bevor wir nach Andros gehen. Das tue ich auch. Zum Beispiel die persischen Überreste da. Sieht aber aus, als könnte man da nur mit einem kleinen Boot finden. Oder? Ja, da fahren wir mit dem Schiff hin. Also, gehen wir davon aus, dass ich meinem Schiff gesagt habe, wir treffen uns in Marlies an einer Anlegestelle. Und die 5 Sessions, die mehrere Tage dauern, haben die verbracht, um einmal hier herum zu segeln, um dann da oben anzukommen. Gehen wir mal davon aus, das haben die jetzt gemacht. Dann ist es... Ja, dann betrachte ich es als regelkonform. Ansonsten wäre es Regel gebrochen. Was ist da im Norden von Marlies eigentlich? Uiuiui, warte mal. Material mitnehmen. Fürs Boot wichtig. So, spät. Komm schon. Ho, ho! Hier ist eine Menge Holz. Ziemlich unberührte Wildnis. Ella. Landeinwärts geht's lang. Da ist auch ein Weg, der nach Norden führt. Das ist die Xerxes-Bucht. Wir können ja oben dieses kleine Rinnsal noch entdecken. Und los. Wir uns da in die Richtung begeben. Oh, wir müssen ja nicht so weit schnell fahren. Da steht jemand. Speichern wir mal ab. Bewegung! Eine Wache gewesen sein. Sein. Danke für die Information. Ich habe lieber eine Axt in der Hand.
Du stellst Nachforschungen über die Athena an, schätze ich. Kann ich dir irgendwie helfen, Spion? Sparta ist von Land umgeben. Wir sind an Land unschlagbar. Aber Seeschlachten sind etwas anderes. Durch Jammern werdet ihr auch nicht siegen. Du hast recht. Auf diesen Gewässern wimmelt es nur so von Athenern, Piraten und Haien. Die Soldaten müssen lernen, das Meer zu beherrschen. Wie Spartaner. Das klingt, als müsste ich Piraten versenken. Die Götter zeigen sich gnädig. Das ist genau, was ich will. Ich regel das. Bitte erledige das. Alles erledigt. Ungezähmte See. Ist das eine Quest, die zeitlich begrenzt ist? Gucken wir mal nach. Okay. Da. Ja, es ist zerstört Piratenschiffe der ganzen griechischen Welt. 5 Stück. Da sind ja vorne welche, die können wir bald machen. Gut. Aber jetzt an der Stelle muss ich unterbrechen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.